werden. Ja. Sehr verehrte Gäste, meine Damen und Herren, dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie des heutigen Abends, zum Preis für das Lebenswerk, dem Lifetime Achievement. Und wie dieser Preis zu verstehen ist, liegt eigentlich auf der Hand. Mit der Auszeichnung wollen die Veranstalter Persönlichkeiten ehren, die in besonderer und beispielhafter Weise Großartiges geleistet haben, weltweite Anerkennung genießen und alle Freunde des Rennsports in ganz besonderem Maße berühren. Es sind bestimmte Augenblicke. Augenblicke, die einen Menschen zur Legende machen und eine Rennstrecke zum Mythos. Legende und Mythos. Gemeinsam schreiben sie Geschichte. Die Geschichte von Michael Schumacher und dem Nürburgring ist älter als ein Vierteljahrhundert. Zur Erfolgsgeschichte wird sie 1995. Der junge Weltmeister fährt in Benetton als erster Deutscher zum Sieg und kurz darauf zum zweiten Formel-1-WM-Titel. Ein gutes Omen auch im neuen Jahrtausend. 2000, 2001 und 2004 triumphiert er im Ferrari, am Nürburgring und im Endklassement. Mit 7 WM-Titeln wird er zum besten Rennfahrer aller Zeiten. Er verwandelt Deutschland in eine Motorsportnation und den Nürburgring in den größten Hexenkessel der Welt. Es gibt einfach nichts Schöneres, wie eine solche Kulisse zu haben und mit denen mitfeiern zu können. Das ist Trauma. . 2006. Bei seinem Heim-Grand Prix gewinnt der inzwischen 7-malige Weltmeister dann zum 5. und letzten Mal. Im gleichen Jahr beendet er seine Karriere bei Ferrari. Im Jahr 2010 ist nur noch Schumachers Helmut. Das Formel-1-Comeback im Silberpfeil. Und 2013 dann bei der Nordschleifen-Challenge im Mercedes-Konvoi. Und so werden aus Augenblicken Erinnerungen. Erinnerungen, die eine Geschichte erzählen. Von der Legende Michael Schumacher und dem Mythos Nürburgring. Lifetime Achievement Award, diese Auszeichnung braucht natürlich auch einen ganz besonderen Laudator. Den haben wir gefunden. Es ist ein Mann, der selbst Rennsportgeschichte geschrieben hat. Begrüßen Sie mit mir den ehemaligen Sportchef von Mercedes-Benz, Norbert Haug. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Wochenende der 24 Stunden ist auch das Wochenende des Grand Prix Monaco. Und es ist 4 Jahre her, dass Michael Schumacher dort seine letzte Pole holte. Geschehen, wann wohl sonst, bei seinem letzten Start dort. Es handelt sich um die 68. Pole Position in Michaels Formel 1 Karriere und hatte dabei, weiß Gott, nicht das allerbeste Auto im Feld unter sich. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Keiner fuhr öfter auf Startplatz 1, keiner siegte mehr als 91 Mal, keiner holte mehr als 7 Weltmeistertitel. Und freiwillig würde ich nicht darauf wetten, dass diese Zahlen jemals in einem zweiten Rennfahrerkarrierebuch stehen werden. 4 Jahre und exakt ein Tag sind vergangen. Michaels letzter Poltag war der 26. Mai 2012. Das Datum von heute lautet 27. Mai 2016. Aber gepfiffen darauf, denn es sind knapp 2,5 Jahre vergangen, seit Michael mit seinen beiden Kids und deren Freunde zu einer kleinen Skiausfahrt aufbrach. Eine kurze und beschauliche Runde sollte es werden, freudig, spaßig, im Familien-
und nicht im Rennmodus. Am jähen Ende der Ausfahrt war nichts mehr so, wie es all die schönen und harmonischen Jahre vorher war. Nicht bei den Schumachers, nicht bei Sabine Kehm, Michaels Managerin, Wegbegleiterin und Vertrauten. Die Frau, die seit der Berge versetzte und dabei stets die Form wahrte, kein Wort zu viel und keins zu wenig sagte, die wirkungsvolles Schutzschild war bei zahllosen Auftritten, von denen keiner Freude machte, aber sein musste und deshalb auch wie selbstverständlich und ohne Klagen stattfand. Sabine, ich tue das jetzt und auch unser geschätztes Publikum ganz sicherlich auch. Wir alle verneigen uns vor deiner Linie, deiner Stärke, deiner Durchhaltenskraft bei deiner Aufgabe, die die herausforderndste deines Lebens war und ist und die du mit so viel Kraft bewältigst. Nichts war auch mehr in der gesamten Motorsportwelt so, wie es vorher war. Deren Fixstern leuchtete plötzlich nicht mehr mit der aus den letzten 20 Jahren gewohnten Strahlkraft, ununterbrochen und allenthalben. Aber dennoch erleuchtet Michael immer noch eine ganze Branche und ich kenne keinen Motorsportler, Sportler oder Sportsmann, der darauf nicht mit demütiger Dankbarkeit reagiert. Michael war Ihr sportlicher Leitstern, ist Ihr Leitstern, bleibt Ihr Leitstern und meiner sowieso. Der Rennfahrer Michael Schumacher hat sich das Prädikat besonders wertvoll erfahren. Der Mensch Michael Schumacher jedoch hat sich das Prädikat ganz besonders wertvoll erarbeitet. Als Familienvater, als Freundeversteher, als Mechaniker Motivationspille mit Langzeitwirkung, Gegenanzeigen sind nicht nur mir nicht bekannt. Dazu kommen noch einige der typischen Michael Specials. Gas geben auf der Strecke bis ans äußerste Limit. Vorzugsweise so, dass Michaels Darbietungen gleichsam Physik-Lehrstunden wurden. Dieser Physik brachte Michael liebend gern im Renntempo bei, was zu leisten sie in der Lage war. 6 Sekunden und mehr im Regen von Spa schneller fahren als der zweitschnellste im Feld. Alles quasi Grundausstattung von Michael. Bei ihm im Rennauto wirkte das alles gewissermaßen serienmäßig, ja spielerisch. Und ein gegebenenfalls auch zu fürchtendes Michael-Special, wieder und wieder zu hinterfragen, bis dir schwindlig wird. Danach dann endlich, aber mit aller Garantie, nur dann, wenn du für ihn zufriedenstellend geantwortet hast, ist ein strahlendes "Alles klar". Work hard, play hard beschreibt mich als kreative Schaffenskraft nur unzureichend. Work very, very hard, play very, very hard führt uns da schon näher ins Treffergebiet. Gleich schnell fahren konnten auch wenige andere, wenn sie einen sehr guten Tag erwischten. Gleich gut feiern konnte keiner. Sabine, ich bitte dich jetzt, den Nürburgring Award Lifetime Achievement für mich in Empfang zu nehmen. Und Sie, liebe Gäste, bitte ich, unserem Freund von ganzem Herzen auf seinem Weg der Genesung die Daumen zu drücken oder für ihn zu beten. Und ich bin sicher, das machen Sie alle, wie viele Millionen auf der ganzen Welt, auch ganz ohne meine Aufforderung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank natürlich in erster Linie für deine tollen Worte, lieber Norbert. Und vielen Dank auch an die Jury natürlich für diese Auszeichnung, die ich hier, wie Sie alle wissen, nur stellvertretend entgegennehmen kann, was mir genauso leid tut wie Ihnen allen, denke ich. Aber vielen Dank auch Ihnen allen für diesen tollen Applaus und für diesen warmen Empfang. Ein Preis für das Lebenswerk ist natürlich eine ganz große Sache und ich denke, in Michaels Fall kann man einfach nur sagen, er hat ihn verdient, denn er hat alles richtig gemacht als Motorsportler. Dieser Preis ist eine Bestätigung
von seiner großen Willenskraft, von seiner Motivation, natürlich auch logischerweise von seinem großen Talent, aber auch von seiner Disziplin und von seinem Arbeitsethos. Ich bin mir darüber klar und ich denke, Sie sind alle mit mir einer Meinung. Wir würden uns alle besser fühlen, wenn ich nicht hier stehen würde heute Abend, sondern Michael selber hier stehen würde und sich bedanken könnte. Aber leider ist das nicht möglich und leider müssen wir alle das akzeptieren und wir müssen damit umzugehen lernen. Und trotzdem werden wir alle, und ich bedanke mich da auch bei Ihnen allen dafür, weiter hoffen und weiter alles tun dafür, dass es vielleicht auch wieder anders sein wird. Wir werden es sehen, wir können es nicht beurteilen, wir können es auch nicht beeinflussen, aber wir können alles dafür tun und ich bedanke mich herzlich für Sie. Ich denke, was ich wirklich schön finde, auch an dieser Auszeichnung, und ich darf sagen, dass auch die Familie von Michael sich darüber sehr gefreut hat, ist, dass durch diesen Preis für das Lebenswerk die sportliche Karriere von Michael auch gewürdigt wird und auch wieder in den Mittelpunkt rückt. Und einen großen Teil seiner sportlichen Erfolge habe ich auch hautnah miterleben dürfen. Und insofern glaube ich wirklich sagen zu dürfen, das wird Zeit, dass auch wieder diese Themen in den Vordergrund gerückt werden dürfen. Und deswegen bedanke ich mich heute Abend besonders, dass das mit diesem Preis getan wird. Dann. Vielen Dank, Sabine Kehm. Ja, mit dieser letzten Auszeichnung haben wir nicht nur eine ganz besondere Persönlichkeit geehrt, sondern auch einen Menschen, der hier für den Nürburgring ja eine ganz besondere Bedeutung hat natürlich. Michael Schumacher ist hier ganz in der Nähe in Kerpen aufgewachsen. Er hat hier am Nürburgring ganz tolle Erfolge gefeiert und auch wir wünschen ihm nochmal alles Gute.